Ja, mein Name ist Karl Wilhelm Ellenberg und mich verbindet mit Uelzen die Arbeit. Ich finde, Uelzen ist eine kleine, sympathische Stadt, wo man einfach alles bekommt. Und das ist auch der Grund, warum ich mich so arrangiere in der Facebook-Gruppe, weil dort eben Bilder von Uelzen gepostet werden oder auch viel berichtet wird über Uelzen. Und das verbindet mich damit. Deshalb habe ich die Aufgaben auch als Admin damals mit übernommen. Die Ziele der Gruppe sind eigentlich über Vergangenes, über die Gegenwart und auch über Zukünftiges in Uelzen und drumherum, also nicht nur Uelzen, der ganze Landkreis, zu posten, zu berichten oder ja, Mitteilungen dort einzustellen. Ja, das sind so die Ziele. Mitglieder sind wir mittlerweile 10.000. Gegründet wurde die Gruppe oder die Idee dazu hatte eine Wiebke Apel aus Roche, die von einer Freundin aus Dannenberg erfahren hat, dass es da so eine Gruppe gibt und hat gesagt, Mensch, das wäre doch auch was für Uelzen. Und Wiebke hat mich dann gebeten und eine Silke Schmolke und Heinz Güttling, ob wir die Admins sein wollen, weil sie halt wenig Zeit hat. Ja, dann haben wir das übernommen. Und dann fing das also an, dass dort Bilder gepostet wurden vom alten Uelzen, vom kriegszerstörten Uelzen, vom Wiederaufbau und auch natürlich die ganzen Diskotheken und Musikkneipen, die es damals gab. Ja, und dann ging das weiter. Jeder hatte irgendwo alte Fotos zu Hause. Die wurden dann gepostet. Und auch wir haben aus dem Landkreis Bilder gehabt, da musste man dann raten, welches Gebäude oder welcher Ort das war. Und so ist das Ganze entstanden. Mittlerweile sind wir ja knapp 10.000 Mitglieder. Dort werden auch von einzelnen Mitgliedern immer wieder irgendwelche Fragen gestellt, wo wir weiterhelfen können.